10 Jahren arbeitet das israelische Startup Noveto an einer Technologie, die jetzt zum ersten Mal in einem Produkt zu kaufen sein wird. Und zwar steckt die Technologie in diesem Bluetooth-Lautsprecher. Das ist nicht irgendein Bluetooth-Lautsprecher, so wie wir das von zu Hause kennen. Dieses Gerät kann Ton direkt auf die Ohren des Gegenüber schicken. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie einen unsichtbaren Kopfhörer. Ich höre jetzt den Ton aus dem Gerät an meinen Ohren. Der Winkel, in dem der Ton abgestrahlt wird, beträgt etwa 30 Grad. Wenn ich meinen Kopf zur Seite bewege, bewege ich mich irgendwann außerhalb des Bereichs, den das Gerät bedienen kann. Das Gerät erkennt das Gesicht des Gegenüber, es erkennt vor allen Dingen die Ohren des Gegenüber und bündelt dann den Klang, den es aussenden will, so, dass der direkt an den Ohren des Zuhörers ankommt. Der Vorteil dabei ist, dass man zum Beispiel im Büro einen Videocall führen kann und der Kollege am Nebentisch so gut wie nichts davon hören kann. Denkbar wäre natürlich auch, dass man Videogames spielt und die Familie nicht damit nerven will, wenn es da richtig zur Sache geht. Und man bekommt eben dann nur als Spieler selbst diesen Ton auf die Ohren gebeamt. Oder angenommen, man möchte ein bisschen Fitnesstraining zu Hause machen, was ja in der Corona-Zeit gerade sehr angesagt ist, und bekommt dann eben die entsprechenden Anweisungen und den Ton dazu auch direkt auf die eigenen Ohren übertragen. Die Technologie von Noveto steckt zunächst in diesem Gerät, wo also betont wird ausdrücklich, dass es noch ein Prototyp ist, insbesondere beim Design. Zukünftig soll diese Technologie aber auch zum Beispiel in Autos verbaut werden. Man könnte sich da so vorstellen, dass im Auto die Passagiere unterschiedlichen Ton zu hören bekommen. Das langfristige Ziel der Firma ist, die Technologie zu lizenzieren, damit sie dann in anderen Produkten eingesetzt werden kann. Dieses Gerät, der Noveto Soundbeam 1.0, soll ab Ende des Jahres ausgeliefert werden, wird jetzt in Kürze in einer Kickstarter-Kampagne zunächst verkauft und kostet dort 500 Euro.